Ja, der ist nicht mehr mit Lesen. Kann ich überhaupt in dein Haus? Du hast mir was verkauft, also kann ich glaube ich rein, Verdammt, was ist los? ne? Hast du einen Hustensaft oder etwas Stärkeres? Ja, gehört zu meinem Standardsortiment. Kostet dich dann aber 50 Roperi und es ist nur das Buch mit den Rezepten. Ich bin wieder da. Hat mein Trank funktioniert? Ja, der Kerl ist wie ein Baby eingeschlafen. In den Sachen von Rufus habe ich noch 2 Stück Quarz gefunden. Kannst du sie gebrauchen? Quarz kann man nie genug haben. Danke dir. Ich brauche einen neuen Schlaftrank. Hast du die Zutaten? Ja, hier. Da hätten wir es. Brauche ich noch einen Schlaftrank? Ich mach mal noch einen. Vielleicht brauchen wir noch einen. Man weiß nie, wann man einen Schlaftrank braucht. Kann ich ihn auch selbst trinken? Wahrscheinlich. Da hätten wir es. Nun, viel Spaß damit. Gut, ist der Quest damit jetzt abgeschlossen? Ja. Hustensaft für die Wache. Soll ich mir den Hustensaft jetzt schon kaufen? Ich gehe eh noch nicht wieder zum Hafen. Wir speichern mal. Wir speichern mal. Komme ich jetzt da oben in die Stadt rein? Kann ich jetzt Dinge tun, damit ich mal ein paar Lernpunkte so einen Scheiß bekomme? Vor Waffen von 5. Großartig. Ich bin nicht geschützt. Die werden mich vielleicht immer noch mit einem Schlag killen. Ich sollte nicht mehr auf den Chat hören, wenn er sagt, spiel auf brutal. Das ist keine gute Idee. Wirklich keine gute Idee. So, hallo. Warte, Neuer. Was ist? Vor kurzem wurde etwas aus dem Wachhaus gestohlen. Einer meiner Männer meldete mir das. Weißt du etwas darüber? Nein, ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß, dass du die Sachen genommen hast, denn nur Rufus' Paket hat gefehlt. Und ich weiß auch, dass du etwas von ihm haben wolltest. Du hast aber Glück. Wir haben die Sachen untersucht und nichts Interessantes gefunden. Die hätten wir ohnehin verbrannt. Aber sowas solltest du nicht noch einmal abziehen. Darf ich nun rein? Das entscheiden die Torwachen. Versuch's einfach mal. Da ich jetzt Zugang habe, kannst du mir etwas über Assun erzählen? Nun, außer der Stadt Assun, wo wir uns gerade befinden, gibt es noch ein Kloster und das freie Lager. Die wichtigsten Teile des Landes sind zwar von Wachposten durchzogen, doch es ist für einen untrainierten Kämpfer gefährlich, alleine durchs Land zu ziehen. Welche Gefahren gibt es denn dort draußen? Erstmal solltest du die Biester, die es überall gibt, nicht unterschätzen. Wenn du nicht aufpasst, rotten sie sich zusammen und machen dir ganz schnell den Gar aus. Außerdem wären da noch Wegelagerer, die vereinzelt an den Wegen lauern und versuchen werden, dir dein letztes Hemd zu rauben. Erzähl mir von dem Kloster. Bewohnt wird das Kloster von Priestern und Mönchen. Erkundige dich dafür bei Zakardos. Er hält jeden Tag eine Predigt. Wie ist das Leben als Rekrut so? Ich finde, Rekrut zu werden war das Beste, was ich machen konnte. Ich passe hier auf, dass alles seine Richtigkeit hat. Ab und zu gibt es zwar Ärger, aber eine größere Auseinandersetzung gab es schon lange nicht mehr. Außerdem habe ich ein kostenloses Quartier, einen Sold und täglich 3 Mahlzeiten. Was will man mehr? Dirnen? Gibt sie um die Ecke bei Mentula. Nicht gerade billig, aber jeden Roperi wert. Du erwähntest ein freies Lager. Was kannst du mir darüber erzählen? Ja, das freie Lager wird von einem Wulfgar geführt. Viel kann ich dir aber nicht erzählen. Am besten gehst du mal zum Marktplatz und sprichst mit einem fahrenden Händler, der auch im Lagerhandel treibt. An deiner Stelle würde ich aber lieber hier in der Stadt bleiben und mich als Rekrut bewerben. Hier herrscht Ruhe und Ordnung und du hast einen geregelten Tagesablauf. Zusätzlich gibt's auch noch einen fairen Sold. Was muss ich machen, um als Rekrut aufgenommen zu werden? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Am besten sprichst du mit Argos. Er kommandiert die Rekruten hier im mittleren und unteren Viertel. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, dass du ohne eine anständige Arbeit nicht aufgenommen werden wirst. Muss ich sonst noch irgendwas dazu wissen? Nein, das müsste alles gewesen sein. Frag ihn einfach. Er wird dir alles erzählen.
Eine Waffe habe ich mir immerhin schon mal beschafft. Das ist gut. Damit kannst du einen Wolf immerhin schon beeindrucken. Nee. Vielleicht, aber ich kann nicht wirklich damit umgehen. Üben heißt da wohl die Devise. Aber da ich hier im Viertel eigentlich immer mal Zeit habe, kann ich dir auch ein paar Kniffe mit solchen Einhandwaffen zeigen. Nicht viel, aber für den Anfang doch genug. Die Wölfe sind gar nicht beeindruckt davon. Wo finde ich Argos? Er steht meistens vorm Wachturm am Marktplatz. Gut, was muss ich beachten? So schnell geht das nicht. Du musst erst genügend Erfahrung sammeln. Eine kleine Sache kann ich dir aber dennoch zeigen. Mach es mir einfach nach. Okay. Ich bin sicher, das bringt mir sehr viel. Wie lange geht das jetzt noch? Muss ich das irgendwie abbrechen? Das war sehr hilfreich. Danke nochmal. Für alles. Kein Problem. Wenn ich helfen kann, mache ich das gerne. Hat das irgendwas gebracht? Bring mir was bei. Steigere mein Geschick, ich weiß nicht, will ich das steigern? Hat mir das irgendwas gebracht? Anfänger 4%. Ja, geil. Geil. Halt! Was gibt's? Nichts, weitergehen! Ich geh dann mal. Du noch was zu sagen? Ende. Das war ja toll. So gar nicht, aber hey. Und ich nehme euer Fressen, ne? Ihr steht eh nur dumm rum und isst es nicht. Wird mir auch stinken. Wenn ich... Nachts ist das, glaube ich, nicht so beeindruckend, wie sich die Entwickler das vorgestellt haben, wenn da niemand irgendwo... Was sind das denn? Enten? Gänse? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Frage ist, gibt es Erfahrungspunkte? Ja, es ist halt irgendwie niemand da, außer im Wachen. Aber ich glaube, es läuft besser. Also wobei, das lief ja auch. Wir werden sehen, wenn ich irgendwann wieder in den Hafen komme, in 10 Jahren. Ja, die Shisha-Bar ist auf. Merkel hat Shisha aufgemacht. Was? Oh Gott. Jetzt fange ich auch noch mit schlechten Memes an. Ist sehr leer, diese Stadt. Gut, okay, dann laufe ich halt automatisch. Das ist also die aufstrebende Kolonialstadt Asun. Mal sehen, was ich hier alles finde. Ich sollte am besten direkt zur Burg und dem Fürsten berichten. Ja, ja. Fürst und so. Ganz wichtig. Welcher Fürst? Also, was war nochmal meine Mission? Wer bin ich? Wo bin ich? Was mache ich hier? Okay, hier gibt's nichts außer Alternativweg. Wer bist du? Lager ausmachen. Ich möchte Rekrut werden. Wende dich an unseren Kommandanten Argos. Er ist für die Rekrutierung neuer Soldaten verantwortlich. Du findest ihn meist im mittleren Viertel der Stadt. Leicht wird das aber nicht, das kann ich dir jetzt schon sagen. Wer ein Rekrut werden möchte, muss auch in der Lage sein, etwas zu leisten und sein Leben einzusetzen. Irgendwas Neues? Momentan nicht. Ah, das ist vermutlich das Lagerhaus, das fasse ich jetzt mal nicht an. Ich dachte, die Lagerhauswache hat vielleicht was anderes zu sagen als die normalen Wachen und Rekruten, aber scheinbar nicht. So, was haben wir denn hier? Das ist ein Laden, sehe ich das denn richtig? Das sehe ich, glaube ich, richtig. Mit gratis
guten Stücken, gratis Proben. Das Wort habe ich gesucht. Ich bin ja ein Freund von gratis Proben. Meine Intelligenz war auch eine gratis Probe, oder? Was war das jetzt? Wie eine Katze. Man kann die Hälfte wieder nicht mitnehmen. Was haben die Entwickler für Probleme? Man macht sowas nicht. Wenn man da riesige Mengen Zeug hinstellt, dann... Unwahrscheinlich. Hatte ich das schon? Bodenschätze und Minen, ich weiß es nicht. Azun hat unter den Kolonien der drei Reiche die größten Bodenschätze vorkommen. In den Goldminen von Azun wird vorwiegend Gold abgebaut und sorgte in der Vergangenheit für die rasante Entwicklung der Stadt und den Populationszuwachs auf der Kolonialinsel. Obwohl alle Berichte von Eisenvorkommen in den Wüsten und den Bergen des Hohenlands erzählen, konnte bislang nur das freie Lager effizient Eisen fördern. Ja doch, das hatten wir schon. Ja, Rot-Edelstein und so, ich weiß. Das ist... Ich habe auch immer fünfmal die gleiche Buch. Pfeilherstellung. Nehmen wir gewöhnlich Pfeile und Bolzen, so können geschickte Tischler und Jäger besonders starke Pfeile erstellen. Die beliebteste Variante ist der Feuerpfeil. Flasche Alkohol, Rohstahl, was? Päckchen mit Federn, Holzscheit. Wieso brauche ich 5 Holzscheite für... Achso, 50 Feuerpfeile natürlich. Obsidianverstärkte Pfeilspitzen sind wesentlich effektiver als Feuerpfeile, jedoch ist Obsidian selten. Oh, wer hat diese scheiß Katze eingebaut? Kann ich die töten? Kann ich Erfahrungspunkte von ihr bekommen, wenn ich dafür sorge, dass sie... Oh, verdammt, was ist los? Was ist los? Hallo. Wer? Wo? Hier. Oh, müsstest du mich so erschrecken? Was willst du? Wer bist du? Ich bin Vanadium, der Alchemist, wenn du so magst. Kann ich bei dir Lehrling werden? Lehrling. Mal schauen. Erst musst du wohl in die Zunft. Ja. Gut. Da brauchst du ja meine Stimme. Du erledigst etwas für mich, bekommst dann meine Stimme. Und wenn du in der Zunft bist, würde ich dich aufnehmen. Okay. Alter. Was soll ich für dich erledigen? Du willst ja Lehrling bei mir werden, nicht? Ja. Wunderbar. Mein letzter ist mir komischerweise davongelaufen. So. Einfach so? Er kam wohl nicht ganz mit meiner Ordnung hier klar. Welche Ordnung? Genau. Und da der Meister das Chaos überblickt, wirst du mir beweisen, dass du ein Meister werden kannst. Was soll ich machen? Ich habe vor kurzem ein Paket mit Kräutern aus dem Kloster erhalten. Leider finde ich es nicht mehr. Ich habe es bestimmt irgendwie einmal schnell auf dem Locus verloren. Weißt du, wo du dabei das letzte Mal warst? Bestimmt nicht mitten auf dem Markt am Boden, du Schlaumeier. Obwohl, du hast mich gerade auf eine sehr gute Idee gebracht. Okay, ich mache mich auf die Suche. Aber lass es bitte mit dem Brunnen sein. Was für Tränke kannst du denn brauen? Na, was denkst du denn? Zuerst einmal solche, welche dich nach einem harten Kampf heilen, aber auch solche, die den Magiern nach dem Anwenden schwieriger Zauber ihre geistige Kraft zurückgeben. Das ist jedoch noch keine Kunst. Jede erstbeste Kräuterhexe kann das. Meine Kunst jedoch hat mich gelehrt, weitaus kompliziertere Tränke herzustellen, welche es dem Anwender erlauben, fast schon übermenschliche Kräfte zu entwickeln. Komm mir aber bloß nicht mit der Bitte, dir irgendeinen Liebestrunk zu mischen, wie es irgendwelche Weiber aus dem oberen Viertel von mir verlangen. Die glauben doch ernsthaft, ein Schluck von so einem Elixier würde aus ihnen eine Lutin und aus ihrem Angebeteten einen Bären machen. Ha, dass ich nicht lache. Solche bewusstseinsbeeinflussenden Tränke sind vom Gesetz her verboten. Und selbst wenn, gäbe es interessantere Anwendungsgebiete als diesen für diesen Weiberkram. Diese Katze, ne? Gehst du eigentlich auch in den Wald auf Zutatensuche? Ja, habe ich früher oft und gerne gemacht, aber mittlerweile bin ich zu alt für sowas. Ich kann mich ja kaum noch gegen Wölfe oder Banditen zur Wehr setzen. Wenn man nach Kräutern sucht, kann man solche Sachen leider auch finden.
Ich gehe höchstens noch ein paar Meter vor die Stadt und bleibe immer in Sichtweite der Torwachen. Sonst kaufe ich Margot ein paar Sachen ab oder schicke Kuriere deines Schlages los. Das macht aber nicht so viel Freude, wie selbst auf die Suche zu gehen und macht einen auch von anderen abhängig. Wieso abhängig? Wenn es um seltenere Pflanzen geht, die man nicht einfach mal anbaut oder am Wegesrand findet, muss ich mich leider auf andere verlassen. Und das ist gelegentlich sehr kräftezehrend. Manchmal brauchen die Leute, die man losschickt, ewig, bis sie wiederkommen. In der Zeit sind mir die restlichen Zutaten leider schon verfault. Gelegentlich haben sie auch vergessen, dass sie was für mich mitbringen sollen oder sind bei der Suche ums Leben gekommen. Das ist natürlich besonders unschön. Da weiß man nie, ob das nur was wird oder nicht. Oder sie bringen mir einfach irgendeinen Mist mit anstatt der gesuchten Pflanze. Neulich hat mir doch glatt jemand ein Stück vergammeltes Moos anstatt einer Drachenwurzel mitgebracht. Aber das Schlimmste daran war, dass er mich noch nicht einmal übers Ohr hauen wollte. Der war wirklich so dämlich. Ich merke schon, Alchemist zu sein ist sehr kostspielig und zeitintensiv. Naja, wenn man der Zunft angehört, muss man sich um das Geld zum Glück weniger Gedanken machen. Ich mag den, aber die Katze nicht so. Was verkaufst du? Ich handel mit Kräutern und Tränken. Was hast du für Tränke? Ich sag Heilung, Giftschutz. Sieht halt wirklich so aus, als hätte man das mit Paint gemalt. Das war irgendwas Interessantes. Purer Alkohol. Vielleicht kann ich das ja dem Blinden geben. Der sieht den Unterschied ja nicht. Auch diese Katze. Ich vermute mal, ich kann jetzt hier gerade nichts aufsammeln. Die Katze. Okay, das Geräusch nervt, aber ich weiß. Was haben sie denn da für ein... Oh, ist das... Das sieht ein bisschen aus wie... Aha. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Oh, wie heißen die scheiß großen Viecher? Ich gehe wieder diese Katze. Ich fällt der Name nicht ein. Diese fetten Viecher da. Mir fällt mir der Name nicht ein. Schattenläufer. Nur in kleiner und halt mit einer anderen Textur. Oh. Ich wollte gerade schon Dinge mitnehmen. Aber dann habe ich gesehen, da drin liegt jemand. Bin ich sicher, ob ich da Zeugs einfach Zeug einstecken kann? Das nehme ich mal als Nein. Sieht da wirklich so aus, als hätten die bei der Katze aber das Schattenläufermodell kleiner gemacht und andere Textur drüber gelegt. Sieht gut aus. Okay, wir nehmen hier offensichtlich nichts mit. Weil der unfreundliche Herr hier einfach uns völlig grundlos angreift. Oh, verdammt! Donatello. Hallo, wer bist du? Wonach sehe ich denn aus, Fremder? Ein Schmied. Ha! Nicht so ganz. Ich bin Goldschmied. Und wie ist dein Name? Ich bin Meister Donatello. Bist du einer der Handwerksmeister? Ja, das habe ich doch vorhin schon gesagt. Und bist du einer der Zunftmitglieder? Nein, leider noch nicht. Arhus hat mir diese Vorricht noch nicht erteilt. Warum nicht? Ich bin erst kurz hier in diese Goldschmiede gezogen. Vorher war ein gewöhnlicher Schmied hier, der aber aus mir unbekannten Gründen weg musste. Du kannst ihn jetzt im unteren Viertel bei den armen Schweinen finden. Günstig war diese Werkstatt aber trotzdem nicht. Gregorius hat mir eine riesige Beute Roperi berechnet und das Besitzerrecht hat er auch noch, solange ich mich nicht als Zunftmitglied etabliert habe. Kannst du mir etwas schmieden? Leider nicht. Eine der Bedingungen für diese Hütte war, dass ich zuerst Dandarius, den Smoghändler, beliefere. Erst wenn der Auftrag fertig ist, kann ich darüber nachdenken, für jemand anders das Gold zu gießen.
Aber schau doch mal bei Gelegenheit beim alten Dandarius in oberen Viertel vorbei. Er hat ein breites Sortiment. Woher genau kommst du? Ich bin mit dem letzten Schiff vom Festland hier gelandet. Aber was verschlägt einen Goldschmied auf diese raue Insel? Nun, die Goldlieferungen aus Asun werden immer kurzer. Der Wettbewerb in Lalvanien ist enorm. Viele Goldschmiede und Juweliere haben sich bereits neue Arbeitsnischen gesucht, denn Goldverarbeitung ist momentan kaum noch rentabel. Und wieso ausgerechnet diese Insel? Naja, es ist Asun, der Quell des Goldes. Muss ich dazu noch mehr sagen? Eigentlich nicht. Ich war schon immer an fremde Länder interessiert. Deswegen habe ich diese Reise hierhin gewagt und ich bereue es keineswegs. Zeig mir deine Ware. Zange mit goldenem Ring, was? Also Zange verstehe ich, goldener Ring auch, aber Zange mit goldenem Ring?